Also wir haben ja eigentlich nur noch ein Ziel. Das bedeutet, jedes Spiel so anzugehen, dass wir gewinnen. Dass das schwierig ist, egal gegen wen wir jetzt auflaufen, da müssen wir jetzt nicht über Magdeburg reden, können wir über die nächsten Gegner auch reden, ist doch klar. Aber das Ziel, das was wir haben, ist, wenn wir unser großes Ziel erreichen wollen, dann müssen wir Punkte holen. Da müssen wir versuchen, Siege einzufahren. Und das muss zu sehen sein. Ich verspreche keine Siege. Ich verspreche das, was ich immer verspreche, ist das, dass die Jungs Vollgas geben werden. Und davon, dazu stehe ich. Ob wir gewinnen, das kann ich nicht sagen. Wenn ich die Spiele nehme, die wir nicht gewonnen haben, fand ich, haben wir die teilweise besser geführt als das Spiel, was wir letzte Woche gewonnen haben. Und jetzt können wir uns aussuchen, was wollen wir. Wollen wir gut spielen oder wollen wir Siege einfahren? Ich würde gerne beides haben. Ob uns das gelingt, hängt auch leider oft vom Gegner ab, der dann meistens auch ganz gut Fußball spielen kann. Wir müssen gar nichts besser machen, wir müssen dranbleiben und wir müssen aus meiner Sicht eher wie gegen Fürth spielen als wie gegen Lautern, obwohl wir gegen Lautern gewonnen haben. Also Ergebnisse haben manchmal nichts mit der Leistung zu tun. Wir müssen an unser Leistungslimit kommen, um überhaupt Spiele in der zweiten Liga zu gewinnen. Das bedeutet erst über die Mentalität und Laufbereitschaft, das versuche ich immer wieder zu betonen, um dann in die spielerischen Elemente reinzukommen. Aber ohne Laufen, ohne vollen Einsatz wird es in Magdeburg auf keinen Fall gehen.